sind denn das für... Ah, Schmetterlinge? Oder was sind das für Viecher gewesen? Moment, was sagt der so? Stör mich nicht! Stör mich nicht! Stör du mich nicht, sonst bist du tot. Knut. Du bist wieder da. Hast du die Mallrats erschlagen? Die Mallrats sind tot. Deine Felder wieder sicher. Gut. Ein wenig Dank hätte ich schon erwartet. Ja, danke. Kann es sein, dass Chroma dich auch zum Melgans Grab geschickt hat? Kann es sein, dass Chroma dich auch zum Melgans Grab geschickt hat? Wetten? Wie kommst du darauf? Jemand hat einen Krug mit Galwachöl in der Gruft angezündet, um die Mallrats nach draußen zu treiben. Verwendest du das Öl nicht, um Wildtiere von deinen Feldern zu verjagen? Und wenn es so wäre? Halt dich von Ivy fern, Knut, sonst bekommst du Ärger. Ach, der. Und Hirte? Blöder Knut. Mal gucken, was er jetzt sagen wird. Der alte Mann. So, Moment, wie geht denn? So. Chroma. Hast du Melgans Dolch? Ja. Hier ist Melgans Dolch. Oh, ich hab gerade so ein Déjà-vu. Die erste Prüfung war auch die leichte. Das jetzt Was schon ist mal die zweite Prüfung? Gehabt. Du Irgendwie musst zeigen, keiner. Dass du Ivy beschützen kannst. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht. Vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis. Okay. Das Tor zum Bergweiher ist verschlossen. Wenn ich den Schmuggler vertreiben soll, brauche ich den Schlüssel. Ja, das stimmt. Hier hast du ihn. Und jetzt geh. Du hast Level 2 erreicht. Okay, du bist eine Stufe aufgestiegen. Drücke K zum Öffnen des Fähigkeitenmenüs und verteile deine erhaltenen Fähigkeitspunkte durch Klicken auf die Plus-Minus-Symbole neben den Fähigkeiten und verbessere so deinen Charakter. Okay. Dann level ich mich mal hoch ein bisschen. Wo drin? Also ich will ein guter Bogenschütze werden. Und dann 3 Fähigkeitspunkte. Kampfgeist. Ein Ausfallmoment dahin. Verursache mehr Schaden mit Nahkampfwaffen und stelle dein Ausdauer schneller wieder her. Benötigt Level 2. Ah, dahin ist. Disziplin. Kunstvolle Kombination. Okay. Okay, aber Präzision zu machen, hoch zu leveln, wäre ja Blödsinn. Da ich ja noch keinen Bogen habe und ich erst ein bisschen später bekomme. So viel kann ich ja schon mal verraten. Also, mal kurz auch nochmal auf Timer gucken. Noch 2 Minuten nur nochmal. Okay, diese Quest mache ich noch. Hoffentlich schaffe ich das. Ich wollte euch belauschen, habe aber nicht alles gehört. Was will mein Vater jetzt? Er hat mir den Schlüssel gegeben, den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust. Warum?
Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Das wird aber schwierig. Ich red mal mit Diego. Vielleicht fällt ihm was ein. Ja, der Diego. Der gute alte Diego. Von Ice Age, genau. Diego war doch der, Säbelzahntiger. Genau. Der ist ja auch Diego. Okay. Und da ist er auch. Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Schön. Na dann. Willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber... Was aber? Krummo hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu verbringen. Krummo hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Lass uns kämpfen. Oder, weißt du warum? Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Warum? Mhm. Wird Groma den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was! Lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Doch schnell fertig. Komm mal schauen. Junge, das Schild bringt ja gar nichts. So. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Okay. Du wirst lang. Ich muss kurz ein bisschen jetzt. Gibst du mir jetzt die Machete? Vorspulen, also unterbrechen. Sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Okay, gegen wen soll ich kämpfen? Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Und dann muss ich hier, aber jetzt mache ich hier einen Cut. Also, vielen Dank für, dass ihr hier das Video angeguckt habt. Bewertet das Video gut oder schlecht, wenn schlecht begründen. Und, ja, Kommentare, Daumen hoch und dann tschö mit Ö.